wahrhaft interessant. Im Mittelpunkt zu stehen? Im Gegenteil, das empfinde ich nicht so. Ich bin froh und ich lebe jetzt in Hamburg und also ich sag mal so, wie es ist, in der Zeit, in der ich war, da ist mir das hier ganz schön auf den Keks gegangen. So im Mittelpunkt zu stehen? Ja. Aber wenn man den Beruf ergreift. Jeder geht damit anders um, natürlich. Aber man möchte auch gerne Privatleben haben. Mhm. Ne? Und, ja, Sie waren in Berlin, wobei da eine Anekdote, als ich erzählte, immer, da gibt es ja genug Anekdoten. Die Geschichte mit dem, dass Sie sagten, er musste 500 Mark zahlen, haben Sie gesagt, Sie mussten in der Strecke in der DDR damit. 400, und zwar Anfang der 70er Jahre. Und wie schnell sind Sie gefahren? West, ganz minimal. West, ganz ich musste auch West. Also 12 oder so ähnlich haben die mich geblitzt. Ja. Und ja, die waren so Wegelagerei, sowas soll es ja heute also noch teilweise geben. Also 400 Mark, also ich bin sicher, Sie sind da nach dem Auto gegangen. Also, Herr Dagge, Sie fuhren damals große Autos. Nicht große Autos, ich habe damals Mercedes gefahren. Und ich denke mal, dass es so war. Gut, ich weiß es nicht. Ja, Sie waren ja auch wirklich Weltmeister und das wollen wir uns noch mal anschauen, wie Sie Weltmeister waren und geblieben sind. Das Publikum war begeistert. Seit den Glanzzeiten eines Uwe Scholz hatte man keinen so mitreißenden Kampf in Berlin gesehen. Endlich einmal standen die Zuschauer voll hinter Eckhard Dagge, der nun vielleicht doch noch zum Publikumsliebling werden könnte. Gestern gewann der 29-Jährige zwar nach Ansicht des deutsch-englisch-italienischen Kampfgerichtes nicht den Kampf, dafür aber die Herzen der Berliner Boxsportfans. Und, was natürlich am wichtigsten ist, der Titel im Superweltergewicht bleibt in Deutschland. Das Kampfgericht entscheidet auf Unentschieden und Eckhard Dagge bleibt Weltmeister. Es waren ja damals raue Zeiten im Boxsport. Man sagte damals, dass Boxsport auch noch viel mit dem Rotlichtmilieu zu tun hat. Davon weiß ich nichts. Davon wissen Sie gar nichts. Sie hatten immer hoch seriöse Manager. Kann man sagen, ja. Und wie hoch waren damals, was man verdient hat? Ja, das war minimal. Nicht? Das war kaum eine Rede wert. Peanuts. Peanuts? Ja. Aber trotzdem ist es nicht schlecht gegangen. Auch das können wir uns kurz anschauen. Das stimmt. Wenn man im Ring steht, will man eins, man will gewinnen. Ja? Und also kann ich zumindest für mich in Anspruch nehmen, bis zur letzten Konsequenz. Um ehrlich zu sein, ich verdanke eigentlich dem Boxen viel, als Amateur schon. Und jetzt auch als Profi. Ich habe in relativ kurzer Zeit viel Geld verdient. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das im anderen Beruf hätte verdienen können. Das habe ich damals für viel Geld gehalten. Ja. Wenn ich die Summen heute höre, die hier im Raum stehen, dann ist ein Vielfaches. Ja, so. Na, Peanuts sind ja heute auch 50 Millionen. Ja. Ja, ich habe die ja dann nicht verdient. Und Herr Dagge, und so. Wo ist das Geld geblieben? Wie bitte? Wo ist das Geld geblieben? Oh, da müsste ich mal, das habe ich nicht gemacht, da müsste ich mal genau recherchieren. Aber es ist nicht viel geblieben, nicht? Das ist. Ich bin zufrieden, ich kann essen und trinken, also ist kein Problem. Sie waren auch mal Versicherungsvertreter, glaube ich. Ja, ich hatte eine Generalagentur. Agentur, ja. Und womit verdienen Sie heute? Das interessiert einen ja, wenn man. Ich bin im Büro tätig, bei Freunden in der Firma. Mhm. Ja. Und Boxen noch ein bisschen? Im Boxsport bin ich nicht mehr so ganz involviert, aber ich trainiere noch Leute, die mir zusagen und. Man kann ja etwas ansprechen, kommen, ich bin. Ja, weil Sie ja selbst so offen davon gesprochen haben, das waren die Alkoholprobleme. Ich hatte keine. Nein? Nicht, dass ich wüsste. Probleme nicht. Es gibt einen Satz von Ihnen. Können Sie sich an den noch erinnern? Den höre ich so oft. Er ist gar nicht von Ihnen. Der ist von mir, ja. Ja, dann aber können ist, Sie ihn noch wenn man, sagen. Wenn Sie verstehen, was ich meine, wenn man sagt, man gießt Öl aufs Feuer. Ja. Das wurde immer geredet und. Na, wir müssen den Satz sagen. Ich den Satz sagen. Also, das, ich habe damals gesagt, und zwar war das. Ich war in Argentinien bei der Fußballweltmeisterschaft mit einem Freund in Argentinien und in Córdoba, wo die deutsche Mannschaft und die gesamte deutsche Presse war. Da habe ich nun
sagen wir mal, da bin ich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, da hatte ich getrunken. Und gesagt? Und da habe ich diesen Spruch gebracht, dass es viele Weltmeister gibt, die Alkoholiker geworden sind, aber noch nie ein Alkoholiker Weltmeister. Ja. Was? Und das ist natürlich, Quatsch. Das ist so gut formuliert. Das kann man, nur wer, wenn man realistisch ist, dann weiß man, dass das gar nicht stimmen kann. Ja. Das geht ja nicht. Ist halt zu schade, wenn sich pointen, dann so. Aber ich wollte gerade der Presse, gerade speziell, die über mich schreibt, eben mal zeigen, so, pass mal auf, ich lache mich tot darüber. Ja. Und außerdem sehr formulierungssicher. Sie sind jetzt 50 geworden und da ist man da als Boxer in gewisser Weise ja ein Oldie. Und dieses... Als Boxer würde ich sagen, ist man sehr Oldie. Aber Sie haben, als ich die Bilder sah, dachte ich mir, Mensch, da wird einem ja ständig draufgeschlagen. Als ich Sie jetzt wieder sah, die Nase, das hat sich ja alles sehr erholt. Aus der Maske. Also man kann das gut überstehen. Aber wenn Sie heute so dieses Bemühen, ich sag mal, diese Gentleman-Boxer, wie jetzt Maske, sage ich mal, was sagen Sie zu diesem Trend? Ich sage über Henry Maske nichts Negatives mehr. Nein, nicht über ihn persönlich, sondern über diese Art, wie heute Boxen ja, im Vergleich zu ihrer Zeit getrieben wird. Wir wollen mal so sagen, wenn man darauf eingehen will. Das ist so, dass viele Boxer jetzt Profi werden, im Zuge mit dem Fernsehen zusammen, weil die Gelder fließen und so. Und da werden auch die Letzten schwach bei den Summen, die da angeboten werden. Und die haben alle eine satte Amateurkarriere hinter sich. Mhm. Also 200 Kämpfe zum Teil, 300. Und aus denen jetzt noch gute Profis zu machen, das gelingt nicht, das geht nicht. Die sind schon ausgelaugt. Und dann holen sie sich die Trainer auch aus dem Amateurlager und das ist nicht meine Sache. Also ich bin im ersten Jahr, in dem ich Profi geworden bin, bin ich gleich auf eigene Kosten in die USA geflogen, habe mir da einen Trainer gesucht. Und haben sich aber gleich mit ihrem Manager deswegen zerstritten, nicht? Kann man nicht sagen, was... Ich wäre gefahren in jedem Fall. Und da denke ich mir, dass ich da den letzten Schliff, glaube ich, gekriegt habe. Hat das Fernsehen, glauben Sie, das sehr verändert, den Boxsport? Also, das wenn ich denke, heute zwei Stunden Übertragung. Der erste positive Aspekt überhaupt, das war Henry Maske, muss man sagen. Da führt kein Weg dran vorbei. Also Henry Maske hat die Leute... wieder fürs Boxen interessiert, hohe Einschaltquoten, komischerweise Axel Schulz auch, was mir ein Rätsel ist. Ach, da sind Sie nicht so zurückhaltend wie bei der Maske. Naja, ich tue ja keinem weh damit, ich meine. Aber wie gesagt, Henry Maske muss man da schon wirklich, das muss man so sehen, wie es ist. Ne? Und die Rocky Giano, den Namen nenne ich noch, der ist jetzt in Berlin, steht auch demnächst ein Kampf an. Ja, der hat meiner Meinung nach einmal Henry geschlagen und dann hat er den zweiten Weltmeister, den Darius Michalczewski, den ich auch kurzfristig trainiert habe, den hat er auch geschlagen. Bloß man hat ihm die Anerkennung versagt. Ne? Also das ist ein Boxer nach Ihrem Geschmack? Grazie ist in Ordnung, ja. Ja? Graziano ist, der redet so, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Das hat er so, was weiß ich, nicht anders gelernt oder wie auch immer. Und er boxt geradlinig, ist geradlinig und das gefällt manchen Leuten nicht. Ich habe selbst in meinem Leben Schwierigkeiten gehabt, also ich weiß, wie das ist, also ich kann ihn gut verstehen. Sie waren auch, da hieß es auch, er hat sich in die Herzen der Berliner geboxt in unserem Ausschnitt. Sie waren einerseits Liebling, andererseits nie so, oder oft nicht ganz so gemocht. Hat Ihnen also, das zu schaffen gemacht? Ungeteilter Liebling war ich sicher nie. Ja. Das glaube ich. Aber auch ein Boxer muss Ecken und Kanten haben. Und wir haben heute gesehen, warum nicht? Natürlich. Noch immer... Jeder, nicht nur ein Boxer. Ja. Mir sind Leute mit Ecken und Kanten manchmal lieber als andere, das als glatte. Glaube ich nicht nur Ihnen. Ja, ein Applaus. Ja, das ist nur auch. Herzlichen Dank, Herr Tagge. Und ich darf zum ersten Mal.